Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu Weltreporter Live. Dies ist die dritte Sendung und die letzte in diesem Jahr und wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Peter Stoiber, ich bin Korrespondent und Weltreporter in London. Wir sprechen heute erneut über unser Klima und über das, was auf uns zukommen wird. Die COP-Konferenz von Glasgow ist vorbei. Die Ergebnisse haben vielerorts Enttäuschung ausgelöst. Es wird kritisiert, dass die Beschlüsse zu kurz greifen. Aber wir wollen heute Abend nicht in erster Linie eine Nachlese machen zur Konferenz, sondern einfach mal auf ein paar Länder, Regionen und Städte schauen und darüber reden, wie das Klima der Zukunft aussieht, wie man sich auf die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels vorbereitet und wie man versucht, die ganz große Krise doch noch abzuwenden, indem man den Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen reduziert. Darüber sprechen wir mit vier Weltreporterinnen und Weltreportern in vier Ländern auf vier Kontinenten. Fabian Kretschmer in Peking, Kerstin Zilm in Los Angeles, Sarah Mersch in Tunis und Julia Weschenbach in Kopenhagen. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis an Sie, liebe Zuschauerinnen. Sie können gern immer Fragen stellen, wenn Ihnen etwas auf der Zunge brennt, und zwar über die F&A-Funktion, oder die Q&A-Funktion in Ihrem Zoom-Fenster. Unser Kollege Alexander Musik, hallo Alexander, hält ein wachsames Auge und betreut die Fragen. Er wird sie weiterleiten und wir werden versuchen, sie alle zu beantworten. Ich möchte gerne anfangen mit einer Frage an alle Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Und zwar, wie das Ergebnis der Klimakonferenz von Glasgow aufgenommen worden ist. Hat sich Verzweiflung breit gemacht oder hat es die Zuversicht gestärkt? Haben die Beschlüsse der Konferenz bereits konkret etwas bewirkt oder haben sich die Leute gar nicht dafür interessiert? Fangen wir in China an. Fabian. Ja, hallo aus Peking. Ja, ich muss ehrlich sagen, so das ganz große Thema war die Konferenz eigentlich nicht. Und das hat auch damit zu tun, dass das ganze Klima ein bisschen vergiftet war. Der große Skandal ja eigentlich von chinesischer Seite war, dass der Staatschef Xi Jinping, der das Land führt, was am meisten CO2 ausstößt weltweit, dass der gar nicht angetreten ist. Er ist nicht nach Glasgow gereist. Das hat offiziell mit der Corona-Pandemie zu tun. Der war jetzt auch seit 2 Jahren nicht mehr außer Landes, aber ist natürlich schon eine ziemlich große Ansage und dafür hat er relativ viel Häme und Spott kassiert, unter anderem auch direkte Kritik von Joe Biden. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die chinesischen Staatsmedien in so eine passive Opferhaltung und wieder gegangen sind und vor allem auch zum Gegenschlag ausgeholt haben. Die haben quasi die ganze Konferenz mehr oder weniger in Frage gestellt und haben vor allem auch darauf verwiesen, dass wir als China historisch gesehen wesentlich weniger CO2 ausgestoßen haben als der Westen und dass eigentlich der Westen quasi den ersten Schritt machen muss. Und ich fand das schon eher einen kleinen Rückschritt in der Debatte, weil da waren wir eigentlich in China doch schon weiter vorher. Von daher würde ich sagen, eher gemischte Gefühle aus Peking. Kerstin, in Kalifornien oder in den USA allgemein war die Reaktion positiver? Oh, du hast noch dein Mikro aus. Na, sowas Doofes. Also, Kalifornien, das ist ja wie ein Staat für sich, fünftgrößte Wirtschaftskraft in der Welt. Also insofern schon auch wichtig, was da gemacht und entschieden wird in Sachen Klima im Vergleich mit der Welt in Zusammenarbeit. Interessant war, dass dieses Jahr im Gegensatz zu den Vorgängern der Gouverneur Gavin Newsom nicht angereist ist. Also Arnold Schwarzenegger damals hat das alles sehr wichtig genommen, auch dann Jerry Brown, der Nachfolger. Aber Gavin Newsom, der ist lieber mit seinen Kindern, hat ja Halloween gefeiert. Also auch schon eine Aussage, was hier in Kalifornien schon im Voraus von dieser Konferenz gehalten wurde.
dass gesagt wird, was da besprochen wird. Kalifornien ist in vielen Sachen schon weiter, sehr viel auf erneuerbare Energie, sehr viel Kohle spielt hier kaum noch eine Rolle. Nur 1% des Energieverbrauchs kommt aus der Kohle. Und man sah sich da so bestätigt. Also viele Kalifornier haben dann auch hinterher gesagt, naja, also was da beschlossen wird, da sind wir in vielen weiter und Versprechen nutzen uns einfach nichts mehr. Wir müssen handeln. Und so wie es aussieht, auch was US-Präsident Biden dann versprochen hat, ist das besser, wir handeln vor Ort. Das einzig Interessante, was hier dann aufgenommen wurde, war eben dieser Pakt USA-China. Da sagt man, na mal sehen, was daraus wird. Das könnte ja was werden, aber wie gesagt, nur Versprechen und dann eben doch Enttäuschung auch in Kalifornien. Sarah, in Tunesien, wie war die Reaktion da? Man, da haben Sie sich interessiert dafür? Relativ wenig tatsächlich. Also dass die COP selbst war gar kein großes Thema hier in der Öffentlichkeit, obwohl natürlich die Folgen der Klimakrise sehr, sehr deutlich zu spüren sind im Alltag und das eigentlich alle Bürger sehr, sehr stark betrifft. Das wird auch immer wieder diskutiert, aber die Konferenz selbst nicht. Ich denke, das liegt zum einen daran, dass es ja hier im Sommer eine Machtübernahme des Präsidenten gab und viele Leute einfach sich im Moment sehr stark auf die tunesische Innenpolitik fokussieren und gar nicht so sehr darüber hinaus gucken und viele einfach sehr viele in erster Linie wirtschaftliche, drängendere Probleme im Alltag zu meistern haben, sodass für solche Themen gar nicht so viel Platz ist. Es liegt aber auch daran, dass die tunesische Politik das Thema in den letzten Jahren oder die Konferenz sehr wenig thematisiert hat und dass viele eben auch denken, das Land hat gar nicht die finanziellen Mittel, große Maßnahmen umzusetzen und ist auf ausländische Gelder angewiesen. Und das hat dazu geführt, dass das hier eigentlich überhaupt kein Thema war, abgesehen von einem wirklich sehr kleinen Kreis, der solche Fragen diskutiert. Aber es ist nichts, was in der Öffentlichkeit breit besprochen wurde. Wie sah es in Dänemark aus? War das ein größeres Thema dort, Julia? Ja, auch in Dänemark hat das Ergebnis tatsächlich keine wahnsinnig große Rolle gespielt. Es gab keine große öffentliche Diskussion darüber, wenn, dann fiel die Reaktion aus wie in vielen anderen Ländern auch. Es ist besser als nichts, aber bei weitem nicht genug. Man muss auch sagen, die Dänen kreisen bei solchen Themen immer viel um sich selbst. Die Regierung ist zufrieden mit ihrem eigenen Einsatz, also sowohl mit ihrem Klimaeinsatz als auch mit dem Einsatz bei der Konferenz, der auch von NGOs gelobt worden ist, ohne dass die jetzt konkreter wurden. Man erwartet so ein bisschen von Dänemark, dass das Land weiter so eine Vorreiterrolle übernimmt, weil es sich eben auch als Klimaschutzland gebrandet hat mit seiner Windkraft, mit der Ambition auch, dass Kopenhagen eben bis 2025 klimaneutral ist, die Hauptstadt. Genau, das ist ein Thema, über das wir noch sprechen werden, später in der Sendung. Aber zunächst schauen wir auf China. Denn wenn wir über das Klima der Zukunft sprechen, dann spielt dieses Land eine entscheidende Rolle. Es ist der größte Verursacher von Treibhausgasemissionen. Die Regierung wird auch viel kritisiert, das als Bremser gilt, auch so auch in der Konferenz von Glasgow. Fabian, wie wird denn die Klimakrise in China diskutiert und mal direkt gefragt, ist diese Kritik denn berechtigt? Ich würde sagen, nein. Also das Bild ist hier tatsächlich sehr ambivalent. Darauf gehe ich auch noch gleich detaillierter ein. Aber ich finde, es ist gerade aus europäischer Sicht schon wichtig zu verstehen, dass der Ausgangspunkt hier durchaus ein anderer ist. China ist nicht nur Peking, Shanghai und die glitzernden Großstädte, sondern 600 Millionen Chinesen kommen mit 150 Euro oder weniger umgerechnet pro Monat aus. Das heißt, die haben eigentlich eher in Anführungszeichen dringlichere Probleme und für die ist die Klimakrise tendenziell was Abstraktes. Was aber tatsächlich seit Jahren schon ein extrem großes Problem ist, was von den Leuten so wahrgenommen wird, auch von der urbanen Mittelschicht, ist die extreme Luftverschmutzung im Land. Das ist ein bisschen besser geworden, aber ich erinnere mich noch, als das erste Mal als Austauschstudent vor 11 Jahren ungefähr in Peking war, da dachte ich, dass die ganze Stadt quasi immer im Nebel gehüllt ist. Da war mir gar nicht bewusst, dass die
die Feinstaubwerte katastrophal sind. Da konnte man wirklich wörtlich nicht die Häuserfassade an der anderen Straßenseite sehen. Also es war wirklich existenziell bedrohlich, und jeder, der es sich irgendwie leisten konnte, hatte einen Luftfilter zu Hause und hat den eigentlich auch immer noch. Das war eigentlich so das große Thema. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es so einen Wendepunkt gab hier, und zwar im Sommer, als es ja auch in Deutschland zu extremen Fluten kam, in der Eifel, in Nordrhein-Westfalen. Kurz darauf gab es auch so eine Jahrhundertflut, statistisch gesehen sogar eine Jahrtausendflut hier in China, in der zentralchinesischen Provinz Henan. Da ist mehr oder weniger in wenigen Stunden ein Drittel des gesamten Jahresniederschlags eingeprasselt auf die Leute. Und da kam es wirklich zu traumatischen Szenen. Also in der Provinzhauptstadt Zhengzhou sind die Leute in die U-Bahn-Schächte geflüchtet, und das Wasser ist so schnell gestiegen, dass selbst die Leute im Zug ertrunken sind teilweise. Also es war wirklich horrend. Und dort wurde dann erstmal die argumentative Brücke geschlagen, dass die immer extremeren Unwetter und die Dürren, die Überschwemmungen etc. und auch die gehäuften Unwetter auch mit dem globalen Klimawandel zu tun haben und mit der Erderwärmung. Also das war auf jeden Fall so ein durchaus ein Wechselpunkt. Das Problem aber hier ist dass China extrem abhängig ist von Kohle. Mehr als 2/3 der Energie, also des Stroms, wird aus Kohle generiert, und gleichzeitig das Wirtschaftsmodell extrem energieintensiv ist. Also hier wird vor allem Schwerindustrie, es wird extrem viel produziert. Das hat man ja auch während der Corona-Pandemie gesehen, dass die ganzen Computer und Elektronik oder auch die Gesichtsmasken, die wir benutzen, kommen zu großen Teilen aus China, und gleichzeitig wird hier ohne Ende gebaut an Infrastruktur etc. Das heißt, es ist alles extrem energieintensiv, und so kommt es auch zu der Situation, dass wir seit einigen Monaten hier in China in einer extremen Energiekrise sind. Also tatsächlich gab es hier Stromausfälle, die Fabriken mussten runtergefahren werden, einfach weil nicht genug Energie da war. Das hatte mit den Kohlepreisen zu tun. Und kurzfristig wird jetzt wieder quasi noch stärker auf Kohle gesetzt, um einfach den Energiebedarf zu decken. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der negative Ausblick. Aber China setzt ja auch auf den Ausbau der grünen Wirtschaft. Ja? Also die Energiewende ist ja auch im Gang. Wie weit ist denn diese Energiewende in China? Ja, tatsächlich ziemlich weit. Also alles, was ich jetzt ins Negative gesagt habe, genauso viel passiert quasi auch auf der guten Seite, in die richtige Richtung. Das hat auch mit der Person Xi Jinping zu tun. Der hat als erster Staatschef hier quasi die grünen Energien eigentlich wirklich gepusht und hat im letzten Jahr sich vor die UN-Vollversammlung gestellt, also per Videoschalte, und versprochen, bis 2060 sind wir schadstoffneutral, und bis 2030 haben wir unseren Peak, unseren Höhepunkt an Emissionsausstößen erreicht. Das ist ein wirkliches Commitment. Also wenn in China der mächtigste Mann sowas verspricht, dann werden auch alle Hebel quasi in Bewegung gesetzt. Und jetzt mal aus anekdotisch gesprochen, wie weit China in der Hinsicht ist und auch wie viel passiert ist in den letzten Jahren. In China ist quasi so eigentlich einer der wenigen Länder, wo Zugfahren schon eine wirkliche Alternative zum Fliegen ist. Innerhalb von letzten 10 Jahren haben die hier ein Hochgeschwindigkeitszugnetz von über 38.000 Kilometern gebaut. Also ich fliege hier nie mehr. Also in China, auch wenn ich bis nach Hongkong in den Süden will, setze ich mich in den Zug, weil dann bin ich auch dort in 8 Stunden über 2.000 Kilometer. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Gleichzeitig wird jede zweite Solarzelle in China installiert. Der größte Windpark der Welt steht auch in China. Also es ist wirklich sehr beeindruckend. Und die Verkehrswende, Elektroautos etc., da ist China mit Abstand auch führend. Also hier gibt es 3-mal mehr Ladestationen als in Deutschland pro Kopf, also auf die Bevölkerungsgröße hochgerechnet. Und hier hat man eine Bevölkerungsgröße von 1,4 Milliarden Menschen. Also das muss man sich erstmal sacken lassen, weil die Dimensionen sind natürlich hier ganz andere. Und um das mal zu verdeutlichen, habe ich ein Beispiel mitgebracht, und zwar eine Recherche. Da war ich unterwegs mit einem Kollegen für einen Fernsehbeitrag, und zwar bei einem Stahlwerk. Das war in der Stadt Peking, und es war mitverantwortlich dafür, dass die Luft immer so schlecht war.
Und vor 10 Jahren hat aber die Stadtregierung gesagt, die ganze Schwerindustrie muss raus aus der Stadt. Und dieses industrielle Gebiet ist jetzt mittlerweile eine Art Vergnügungspark und da gibt es Museen etc. Da ist jetzt auch eine Snowboard-Rampe, die für die Olympischen Winterspiele genutzt wird. Und das ist so eines der Beispiele, wo die Bevölkerung wirklich in ihrem Alltag merkt, was sich verändert hat. Das hier war einst eine der schmutzigsten Stahlwerke Chinas. Heute dient die stillgelegte Anlage als Vergnügungspark. Vor 11 Jahren entschied die Pekinger Lokalregierung, die Schwerindustrie aus der Hauptstadt zu verbannen. Vielen Dank, Fabian. Ja, wenn es Fragen gibt, können wir gleich zu denen gehen. Jetzt würde ich zuerst aber noch kurz ein kleines Quiz machen. Wir haben eine Frage vorbereitet und jetzt sind Sie am Zug, liebe Zuschauerinnen. Es geht um das Grönlandeis und um die Frage, wie stark sich die Klimakrise bereits bemerkbar macht. Und hier ist die Frage, die lautet: Wie viel des grönländischen Eisschilds ist in den vergangenen 10 Jahren geschmolzen? Ist das A, so viel, dass das Schmelzwasser ganz Deutschland bedecken würde? Ist das B, 10-mal das Volumen des Bodensees? Oder ist das C, so viel, dass man die Fläche von Großbritannien unter 15 Meter Wasser setzen könnte? Also jetzt könnten Sie mal schätzen, was hier die richtige Antwort ist und eine von diesen drei Optionen auswählen. Wir geben Ihnen einige Momente Zeit, um sich das mal nicht in den Kopf gehen zu lassen. Also nochmal, könnte das Schmelzwasser ganz Deutschland bedecken? Ist das Schmelzwasser das 10-mal das Volumen des Bodensees? Oder ist es so viel, dass man ganz Großbritannien unter Wasser setzen könnte und zwar 15 Meter hoch? Ja, und wenn Sie sich das mal überlegt haben und ausgewählt haben, könnten wir dann irgendwann einmal die Auflösung bekannt geben. Aha, genau. Also 52% haben auf die größte Menge getippt und nur 22 bzw. 26% auf die kleineren Wassermengen. Und das ist tatsächlich richtig. Also mit dem Schmelzwasser der letzten 10 Jahre könnte man ganz Großbritannien unter 15 Meter Wasser setzen. Das veranschaulicht natürlich, was für riesige große Mengen an Wasser ins Meer geflossen sind. Und das Grönlandeis nähert sich laut Experten auch einem kritischen Wendepunkt. Also das sind schon sehr dramatische Zahlen, die wir sehen. Alexander, gibt es erste Zuschauerfragen? Du hast dein Mikro noch aus. Es gibt eine Frage, was wir gerade aus China gehört haben, von Fabian Kretschmer. Liest sich denn das von den Positivbeispielen beim ÖPNV, beim öffentlichen Personennahverkehr in China direkt auf Deutschland übertragen? Und, das ist eine sehr gute Frage und auch sehr komplex. Eigentlich letztendlich viele von den Lösungen, die in China hier übernommen worden sind, stammen eigentlich aus Europa. Also eigentlich war der Lernprozess umgekehrt, dass quasi China sehr profitiert hat auch Zusammenarbeit, Entwicklungsarbeit auch von deutscher Seite oder generell auch aus Europa.
aber mittlerweile in vielen Dingen China einfach die Dinge radikaler umgesetzt werden. Das hat aber auch ja, mit dem System hier zu tun. Also es wird ja viel zentraler geleitet und wenn, sagen wir mal, die Regierung sagt, wir wollen ein Hochgeschwindigkeitsnetz aufbauen zwischen dem Westen des Landes, also es geht ja auch teilweise bis nach Tibet, ne? Das sind alles Dinge, die rechnen sich gar nicht, also es sind wirtschaftlich, wenn man es jetzt rein von den Zahlen her nimmt, ja, lohnt es sich nicht. Der gesamtgesellschaftliche Nutzen, den man, kann man ja nicht immer nur in Zahlen messen, da sieht es dann anders aus, aber die China hat einfach die Ressourcen und auch die politische Durchsetzungsfähigkeit, solche Dinge dann einfach entgegen, sagen wir mal, es gibt keine Bevölkerungsdemonstrationen etc. Das heißt, es wird quasi einfach dann auch eine Spur radikaler umgesetzt. Das ist jetzt bei diesen Positivbeispielen durchaus, spielt es damit rein. Deswegen würde ich sagen, ist das System extrem anders, die Bevölkerungsgröße anders. Deswegen ist es schwierig, das so eins zu eins übertragen. Aber ich kann gerne noch mal ein paar konkrete Beispiele nachrecherchieren und das dann vielleicht auch noch mal konkretisieren. Eine weitere Frage in Richtung China. Wie hoch ist denn der Beitrag der Bevölkerung, also jenseits der Industrie, an der Luftverschmutzung? Und ändern die Menschen ihr Verhalten? Das ist auch gar nicht mal so einfach, jetzt so ad hoc zu sagen. Also ich würde mal, also das Umdenken der Leute beginnt eigentlich langsam. Es ist jetzt nicht so weit fortgeschritten wie in Europa, aber der Pro-Kopf-Verbrauch, also der Konsumverbrauch ist tatsächlich geringer. Also absolut gesehen ist China an sich Nummer eins, aber pro Kopf gesehen ist man nach wie vor noch leicht geringer als der europäische Durchschnitt. Und ja, also ich würde sagen, das ist gerade noch am Anfang. Ja. Danke, Fabian und Alexander. Gehen wir weiter über den Pazifik und zwar 10 Kilometer weiter nach Kalifornien zu Kerstin Zilm. Kalifornien ist immer wieder ein Brennpunkt der Klimakrise, oft auch im wörtlichen Sinn. Kerstin, was für Probleme werden denn auf deine Wahlheimat zukommen? Also die sind schon da, die steigende Meeresspiegel, wenn wir damit anfangen, weil da gab es jetzt gerade einen neuen Bericht, wie dramatisch das werden kann, nicht nur, weil Häuser von den Klippen stürzen, Gleise überschwemmt werden, Straßen weggeschwemmt werden, sondern auch, weil einige Kraftwerke sehr nah am Pazifik gebaut sind und auch Müllhalden und dass man da jetzt schon weiß, wenn da das Wasser steigt, dass davon sehr viel Giftstoffe dann ins Meer kommen und dass man sich das noch gar nicht richtig ausgemalt hat. Also das ist eine Sache, der steigende Meeresspiegel, dann natürlich die anhaltende Dürre. Wir hatten im vergangenen Jahr 4-5 Mal Regen, 3 Mal davon würde ich sagen, würden wir in Deutschland nicht mehr darüber sprechen, so wenig Regen war das. Also das waren insgesamt knapp über 10 Zentimeter, alles ist also dürr. Der Grundwasserspiegel sinkt, manche Dörfer, die Quellen sind schon völlig leer, die werden jetzt mit Flaschen und anderen Mitteln, werden die mit Wasser versorgt. Also das ist schon wirklich dramatisch. Und auch, das führt natürlich dazu, dass die Feuer, die wir immer haben, dass die ganz viel Brennstoff haben, also weil da einfach alles vertrocknet ist, Bäume, Büsche und so weiter. In diesem Jahr hat das vor allem den Norden Kaliforniens getroffen. Da sind ja ganze Orte, ein ganzer Ort ist abgebrannt. Eine Fläche, ich glaube größer als Mecklenburg-Vorpommern, ist insgesamt abgebrannt. Wir hier im Süden hatten das dieses Jahr nicht so schlimm. Aber wir hatten vor 3 Jahren dieses wahnsinnig große Feuer 2018 und da hat es ja zum Beispiel von Malibu hat man da sehr viel gehört, aber das hat die ganze Region betroffen und ich war da bei Cornelia Funke, habe da mit ihr ein Interview gemacht und sie hat mir ein Video dann auch zugeschickt von ihrem Haus, das beinahe abgebrannt wäre und wo nur dank der Gärtner überhaupt noch alles irgendwas gerettet werden konnte. Die haben dann Strom war ausgefallen, Wasser gab es nicht mehr, die haben da mit Palmwedeln und so weiter versucht, da was zu retten. Also das ist alles ganz dramatisch. Ah, oh mein. Ah ja, da sehen wir das Video jetzt. Genau. Also das sind die Gärtner, die sollten eigentlich weg, hat Cornelia Funke gesagt, aber die haben gesagt, nein, wir gehen nicht. Und ohne die wäre tatsächlich, also da sieht man, das Feuer kommt da den Hügel runter, ganz nah an ihrem Haus, hier auch. Also es wäre alles im Grunde abgebrannt, wenn die nicht da geblieben
wären. Jetzt, wenn wir von Lösungsansätzen sprechen, da ist ja Kalifornien auch immer wieder mal im Gespräch. Man weiß zum Beispiel, dass Kalifornien, dass LA eine Autostadt ist, riesige Autobahnen und so weiter. Wird das so bleiben oder sind da irgendwelche Strategien geplant? Also das ist natürlich ein riesiges Thema hier, Abgase und Auto, öffentlicher Nahverkehr. Wenn man sich überlegt, Los Angeles von der Bevölkerung ist das etwa so groß wie Berlin, 4 Millionen mehr oder weniger. Und es gibt aber doppelt so viele Autos, die hier registriert sind. In Berlin sind es 1,2 Millionen, hier sind es 2,5 Millionen. Und man hat das Gefühl, die sind auch ständig auf der Straße. Also man ist da irgendwie ständig im Stau. Das habe ich auch vor kurzem wieder, als ich einen Beitrag gemacht habe, da sind wir unterwegs gewesen und haben einige Fotos gemacht von Jürgen Reisch. Vielleicht kann man das einspielen. Ja, genau. Also so sieht das hier eben andauernd aus. Die Stadt ist zugebaut. Das macht es auch schwer, U-Bahn, S-Bahn, irgendwie sowas zu bauen. Erdbeben sicher. Wir haben ja hier noch die Erdbeben. Das ist einfach schwierig. Der Bürgermeister Garcetti, der scheint einfach akzeptiert zu haben, dass Autos zu Los Angeles dazugehören. Und seine Idee ist jetzt, fliegende Autos, elektrische und leise Autos in die Luft zu schicken. 2023 sollen wir da die ersten haben. Andere Ideen sind, die Autos unter die Erde zu bringen, natürlich auch alles elektrisch und leise. Elon Musk hat das sehr vorangebracht, das wird aber nichts wegen der Erdbeben vor allem. Es wird sogar nachgedacht, sowas wie Schwebebahn in Wuppertal ist ein Vorbild, aber das ist alles ganz schwierig umzusetzen. Die Leute hier sind mit in ihre Autos verliebt. Ein anderer Weg ist, die Stadt mehr zu begrünen, einiges vom Beton, von dem, was neben den Freeways ist, wegzumachen und mehr zu begrünen, mehr Bäume zu pflanzen, solche Sachen. Und zu diesem Thema hast du ja auch eine Klimaheldin vorgestellt für unser Klimabuch, also das neue Buch der Weltreporter mit dem Titel Die Klimakämpfer, die sich eben auch für eine Verbesserung der Luft einsetzt, eine Klimakämpferin. Wer ist das und was macht sie? Ja, das ist Florence Nishida, ganz tolle Frau, 83 Jahre alt, japanische Herkunft. Ihre Eltern aus Japan gekommen und die sind nach dem Angriff auf Pearl Harbor 1941 in ein Internierungslager geschickt worden, wie das ja hier die US-Regierung an der Westküste gemacht hat. Die waren 3 Jahre im Internierungslager in Arizona, wo es nur rote, tote Erde gab. Und da hat Florence zum ersten Mal gesehen, wie man aus dieser Erde Essbares schaffen kann. Und genau sowas versucht sie jetzt zu schaffen in South LA. Das ist ein Viertel, wo eher die wohnen, die nicht so sehr viel Geld haben. Es gibt dort sehr wenig frisches Obst, frisches Gemüse in den Supermärkten. Und sie hat da ein Grundstück gefunden. Das war mal, wie man sieht, da sind alle Autos drüber gefahren. Das war wie so eine Abkürzung. Da sind drüber gefahren und sie hat nur mit Menschenkraft, also keine elektrischen Geräte, hat sie das auf mit der Pickachse, alles zu Essbarem und Grünem gemacht. Und das sagt sie, ist einfach wichtig. Sie unterrichtet da Leute, wie das gemacht wird und sagt, dadurch kriegen die ein Verhältnis zur Erde, zum Planeten und wissen auch, wie wichtig das ist, den zu schützen und hören auf, was sie sagt, dieses Irre, was in Los Angeles so sehr verbreitet ist, dass alle Menschen meinen, sie müssen in ihrem Vorgarten einfach den perfekten, wunderbaren, grünen Rasen haben. Und das sagt sie, das ist so ungefähr das Verrückteste, was man überhaupt tun kann. Und da muss jetzt unser armes Büro musste ganz schnell umschalten. Und da gibt es eigentlich noch ein Video von der Florence, wo sie das genauer erklärt, warum das mit dem Gras eigentlich völliger Unsinn ist. And it is a harvest because we grow it. We feed it with all kinds of chemicals usually. We put on pesticides to kill the things that might appear in that grass from the outside world, like little English daisies, which are charming. We take a machine. We used to use human power to push a mower, but now we use gas power, which delightfully throws up fumes and pollution into the air while we're doing this job of harvesting the grass. Then, after we've cut all that grass down and we rake it up or blow it up,
Does it go on our table for food? No, it goes directly into, used to go into trash. Now at least we have a green waste can, so it goes into the green waste. But frequently in many places, and depending on the company that's collecting those, it may not go into green waste. It may go into landfill. Ja, das war Florence Nishida. Florence Nishida. Und wenn Sie mehr erfahren wollen und Ihre ganze Geschichte erfahren wollen, dann würde ich Ihnen das Buch ans Herz legen, zu dem ich zum Schluss nochmal einen Hinweis machen werde. Vielen Dank, Kerstin. Alexander, gibt es neue Fragen aus dem Publikum, aus dem Zuschauerraum? Dein Mikro muss nochmal an sein. Allerdings gibt es eine Frage, die wieder sich nach China richtet. Also vielleicht können wir nochmal einen Sprung nach China machen, trotz der interessanten Details aus den USA. Die Frage ist, kommuniziert die Regierung den Zusammenhang zwischen Kohle und Klima überhaupt? Ja, wieder eine sehr spannende Frage. Also ich würde sagen, nicht so, wie man sich das aus europäischer Sicht vorstellt. Wir leben hier, oder ich lebe hier in einem Staat, was seine Medien komplett kontrolliert, wo auch jeder Informationsfluss kontrolliert ist. Und letztendlich wird nichts unter dem Framing berichtet, dass man es als Kritik an der Zentralregierung verstehen kann. Also zum Beispiel würde man über die Kohleenergie vor allem dann positiv berichten, im Sinne von, dass es gut ist für die nationale Sicherheit, weil es den Energiefluss, Energieversorgung sichert. Und wenn man über den hohen CO2-Ausstoß berichtet, den es ja in China gibt, dann nimmt man nicht die absoluten Zahlen, da ist man der Nummer eins, sondern dann nimmt man eine andere Grafik, und zwar, dass man historisch gesehen wesentlich weniger CO2 ausgestoßen hat als zum Beispiel die Vereinigten Staaten oder Europa, wenn man die letzten 200 Jahre nimmt. Das heißt, es wird immer so versucht, einen positiven Spin zu geben, und auch bei der Kohleenergie. Wenn natürlich, sagen wir mal, die erneuerbaren Energien sich steigern, dann wird das natürlich auch promotet und da wird dann China als Teil der Lösung propagiert. Aber letztendlich kann es in diesem System offiziell keine Kritik an der Zentralregierung geben. Und wenn man den Zusammenhang natürlich herstellt, dann ist natürlich China der größte Verschmutzer mit dem höchsten Kohleausstoß. Ich sage es nochmal kurz, in China wird mehr Kohle verbraucht als im ganzen Rest der Welt zusammen. Aber so direkt würde das hier niemand aussprechen in den offiziellen Medien. Ja, das wären erstmal die Fragen. Ich hoffe, dass noch einige auf uns zukommen. Dessen bin ich mir sicher. Dann gehen wir mal weiter nach Nordafrika. Denn auch hier spürt man die Auswirkungen der globalen Erwärmung schon seit vielen Jahren. Zum Beispiel in Tunesien, wo unsere Korrespondentin Sarah Mersch lebt. Sarah, was ist denn das größte Problem? Wie war die Entwicklung in den letzten Jahren in Tunesien? Das größte Problem, und das wird immer drängender, ist tatsächlich die Wasserversorgung. Und vieles, was Kerstin vorhin zu Kalifornien erzählt hat, das könnte man ähnlich auch zu Tunesien erzählen. Also die Sommer werden immer heißer, immer länger. Wir hatten dieses Jahr neue Hitzerekorde. In Tunis selbst gab es an einem Tag, lag es ungefähr bei 49 Grad, in anderen Städten des Landes bei über 50 Grad. Das hat das Land tatsächlich noch nie erlebt. Und normalerweise ist es hier so, dass gegen Ende des Sommers, Anfang, Mitte September, es große Starkregenfälle gibt, die so die ganzen Wasserspeicher wieder ein bisschen auffüllen. Dieses Jahr hat es tatsächlich erst Ende Oktober zum ersten Mal geregnet. Also vieles ist da sehr ähnlich. Tunesien gehört zu den 25 Ländern weltweit, die am meisten von Wasserknappheit betroffen sind. Was heißt das konkret? Die Vereinten Nationen definieren Wasserknappheit so, dass ein Land darunter leidet, wenn pro Jahr, pro Person weniger als 1000 Kubikmeter Wasser zur Verfügung stehen, und absolute Wasserknappheit, wenn es weniger als 500 Kubikmeter sind. Zum Vergleich, in Deutschland liegt der Wert ungefähr bei 1900 Kubikmeter pro Person. Tunesien hat im Durchschnitt 400. Dieses Jahr, also diesen Sommer über, waren es allerdings nur 250. Das heißt, sie haben quasi ein Viertel dessen, was schon als Wasserknappheit gilt.
Und das hat sich in den letzten Jahren immer mehr verstärkt. Wir haben jetzt den 6. Hitzesommer in Folge erlebt. Und Anfang des Jahres war es so weit, dass der Chef der Wasserwerke sagte, dass der Hauptstadt Tunis mit ihren 3 Millionen Einwohnern in 2 Jahren das Trinkwasser auszugehen droht. Das tunesische Wassersystem ist relativ komplex. Es gibt einen Fluss, der verschiedene Staudämme befüllt. Den werden wir auch, glaube ich, gleich sehen in einem Bild. Und diese Staudämme, dieses System von verschiedenen Staudämmen, sammelt eben Regenwasser ein. Und das versorgt mehr als die Hälfte des Landes mit Wasser. Also mehr als 60% der Bevölkerung wird damit versorgt. Und es ist so, dass der Wasserstand einfach in den letzten Jahren immer mehr zurückgegangen ist. Und das Land versucht eben jetzt auf andere Techniken zu setzen, beispielsweise Meerwasser, also Salzwasser aufzubereiten. Da wurde eine erste Anlage auf der Insel Djerba in Betrieb genommen vor wenigen Jahren. Es wurde unter anderem mit deutschen Geldern auch finanziert. Weitere Anlagen sind im Bau, aber das Problem ist, dass das sehr, sehr teuer ist. Einen Kubikmeter Wasser zu entsalzen kostet umgerechnet ungefähr 1 Euro. Das ist einfach, weil es sehr, sehr viel Strom verbraucht. Und das heißt, das ist für gerade ein Land, was sowieso schon in wirtschaftlichen und finanziellen Problemen steckt, wie Tunesien, eigentlich keine nachhaltige Lösung. Gleichzeitig lässt sich das Problem aber langfristig kaum lösen, weil 95% der Wasserressourcen des Landes bereits mobilisiert sind. Das heißt, es gibt einfach keine Möglichkeit, noch an zusätzliche Wasserressourcen dranzukommen. Und eine Reihe von Fachleuten und Fachfrauen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, ein weiteres Problem ist, dass das Wassernetz so veraltet ist, dass bis zu 1/4 des Wassers, des Trinkwassers, was mühsam aufbereitet wurde, verloren geht. Und die setzen sich eben dafür ein, dass andere Wasserquellen genutzt werden, dass Regenwasser aufgefangen wird, wie es früher gemacht wurde, dass also dieser Starkregen nicht mehr als Gefahr und von Überschwemmungen irgendwie verstanden wird, sondern quasi als Chance, dass alte Techniken wieder benutzt werden und dass Brackwasser genutzt wird und Ähnliches. Wir haben auch eine Bildstrecke dafür. Es hakt gerade bei einem technischen Detail, soweit ich sehe. Vielleicht können wir die später noch mal einspielen. Ah, so hier. Ah, genau, wunderbar. Das hier ist also dieser Wet Measure da. Das ist der längste und der einzige Fluss in Tunesien, der das ganze Jahr über Wasser führt. Und da sieht man ja schon, wie gering das ist. Und das ist der größte Stausee von Tunesien. Hier sieht man ihn im August vor 15 Jahren. Da war er noch relativ gut gefüllt. Heute, 15 Jahre später, sieht das so aus. Ebenfalls im Sommer. Also da kann man einfach ganz, ganz deutlich sehen, wie stark die Wasservorräte des Landes zurückgegangen sind. Und das ist Hamadi Habayeb. Er ist im Landwirtschaftsministerium zuständig für diese ganzen Wasserversorgung und den Ausgleich zu schaffen. Und der war seit 3 Jahren nicht mehr im Urlaub. Und hier sieht man eben, dass das Meerwasser, was jetzt zunehmend als Alternative gesehen wird, was in großen Anlagen sehr, sehr aufwendig dann eben aufbereitet wird, was aber auch nur eine Notlösung ist und keine nachhaltige Lösung für die Probleme des Landes. Hier sehen wir die ehemalige Landwirtschaftsministerin Tunesiens, Aksa Bachri. Sie ist eine der ganz großen Fachfrauen in ganz Afrika im Bereich des Wassermanagements. Und sie setzt sich eben sehr, sehr stark dafür ein, dass man zu alten Techniken zurückgeht und alternative Wasserressourcen nutzbar macht. Du hast auch eine Recherche gemacht über Datteln, die Dattelwirtschaft, die sehr wichtig ist für Tunesien. Wie hängt denn dieser Landwirtschaftssektor mit dem Klimawandel zusammen? Zunächst mal muss man sagen, dass ein Großteil des Wassers, ungefähr 3/4 des gesamten tunesischen Wasserverbrauchs, in die Landwirtschaft fließt. Dieses Jahr wurde das erstmal schon reduziert, weil man dem Trinkwasser Priorität geben wollte. Also es war nicht mehr genug Wasser da, um sowohl die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung zu garantieren, als auch die Landwirtschaft mit Wasser zu versorgen. Das Ergebnis spüren wir Verbraucher beim Einkaufen, ganz klar. Es gibt dieses Jahr beispielsweise kaum Kartoffeln auf dem Markt. Und wenn man welche findet, dann sind sie von extrem schlechter Qualität. Da müssen jetzt eigentlich noch ein paar Fotos kommen.
Egal, ich erzähle einfach mal weiter. Also man sieht das schon an der Landwirtschaft, dass da eben die Qualität dann einfach schlechter wird. Und man merkt das vor allem im Süden. Früher wurde dort ganz traditionell in Oasen Landwirtschaft betrieben, in sogenannten Etagen. Das heißt, eine Oase bestand nicht nur aus den Dattelpalmen, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, sondern darunter wurde Gemüse angebaut, da standen Obstbäume, es gab zum Beispiel Pistazien und Feigen. Und das hat so ein ganz eigenes Mikroklima geschaffen, in dem die Feuchtigkeit auch gebunden wurde. Das hat es eben erlaubt, auch in sehr trockenen Regionen Landwirtschaft zu betreiben und ganzheitlich zu wirtschaften und sich zu ernähren und den Menschen ein Auskommen zu schaffen. Stattdessen, das wurde staatlich massiv forciert, hat Tunesien in den letzten Jahren immer stärker auf Monokultur gesetzt, auf Monokultur in Dattelplantagen. Und die verbrauchen jetzt im Süden des Landes, am Rande der Wüste, bis zu 95% des Wasserverbrauchs. Das ist einerseits ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor, denn die Datteln sind ja weltweit sehr bekannt. Sie bringen sehr, sehr viele Devisen ins Land. Aber es führt eben dazu, dass der Grundwasserspiegel sinkt, und zwar ganz massiv, von 1 bis 4 Metern pro Jahr. Und das Ganze geht halt, also die Datteln werden exportiert, aber die Profite kommen in der Region kaum an. Und deshalb gibt es jetzt erste Überlegungen des Landwirtschaftsministeriums, da ein bisschen umzusteuern, dass man beispielsweise wasserintensive Kulturen wie den Dattelanbau reduziert und wirklich nur noch für den heimischen Markt produziert und andere Kulturen, wie beispielsweise Oliven, die auf dem internationalen Markt auch sehr, sehr viel, sehr ertragreich sind, sehr viele Devisen einbringen, die aber nicht so stark bewässert werden müssen, dass man eben intensiver auf solche Kulturen setzt. Und jetzt muss ich auch noch bei den Zuschauern entschuldigen, wir haben ein bisschen eine technische Panne, an der wir arbeiten gerade. Wir hätten auch noch eine Bildstrecke gehabt dazu. Und ja, wir werden die nachschicken, sobald wir soweit sind. Aber das nur als Information noch für Sie, dass Sie wissen, was hier los ist. Ich habe gerade gesehen, da ist eine Frage noch reingekommen zu Tunesien, Alexander. Ja, es sind sogar 4 Fragen zu Tunesien reingekommen. Die erste Frage lautet, wem gehören denn eigentlich die Dattelplantagen in Tunesien? Ich darf mal die anderen noch kurz zitieren. Wo führt das mit dem Wassermangel hin in Tunesien? Welche Szenarien zeichnen die Fachleute? Und wie wirken sich die beiden globalen Krisen, Corona und Klima, in Tunesien aus? Und dann noch die nächste Frage. Was bedeutet die Wasserknappheit in Tunesien konkret für die Bevölkerung und eben auch für dich, die du dort lebst? Also das sind die Fragen zu Tunesien. Ich fange mal mit der ersten an. Also bei den Dattelplantagen ist es meistens so, dass das tatsächlich, also es gibt einige Kooperativen. Meistens gehört das Privatleuten. Es ist allerdings so, dass die ganze Ernte und die Weiterproduktion von 3, 4 großen Geschäftsleuten kontrolliert wird, die auch in Tunis in der Hauptstadt sitzen und gar nicht in der Region. Das heißt, die ganze Weiterverarbeitung, sobald geerntet wird, findet anderswo statt. Und die hauptsächliche Wertschöpfung findet eben auch anderswo statt, in den großen in den großen Wirtschaftszentren des Landes und nicht dort in der Region. Und das führt eben auch dazu, dass von den Profiten aus dem Verkauf eigentlich sehr, sehr wenig dort ankommt. Alexander, hilf mir ganz kurz auf die Sprünge, wie sich dieser Wassermangel bemerkbar macht. Ja, wie sich der Wassermangel bemerkbar macht. Also dann mache ich da vielleicht mal gerade weiter. Für die Bevölkerung, sondern auch für dich persönlich. Ich nehme an, die Frage will darauf hinaus, ob es auch Stunden gibt, wo einfach überhaupt kein Wasser aus dem Hahn rinnt. Und also wo man zum Beispiel die Waschmaschine gar nicht bedient. In dem Viertel, wo ich wohne, geht es relativ gut. Es gibt andere in Tunis, aber wo das weniger oft der Fall ist. Es gibt auch ganze Regionen, wo oft im Sommer tagelang überhaupt kein Wasser aus dem Hahn kommt, wo das Netz so schwach ist oder solche, die relativ hoch gelegen sind, wo dann die Pumpleistung nicht stark genug ist. Und man merkt das jedes Jahr beim Opferfest, wenn dann alle gleichzeitig sehr viel Wasser verbrauchen, dann ist es oft so, dass man einen halben Tag über gar kein Wasser hat.
Genau, und dann war noch eine Frage zu Corona und Klima. Das ist natürlich auch schwierig zu beantworten jetzt. Also die Corona-Pandemie macht sich im Moment im Alltag nicht so sehr bemerkbar, da die Zahlen relativ stabil niedrig sind. Das Land hat aber ja, massive Welle gehabt, eine sehr massive Welle im Sommer, wo es zu teils dramatischen Szenen kam, wo die Leute vor den Krankenhäusern gestorben sind oder zu Hause, weil sie gar nicht aufgenommen werden konnten. Ja, und die Klimakrise, wie sich das auswirkt, welche Szenarien es gibt. Also Szenarien sehen vor, es gibt Berechnungen des Landwirtschaftsministeriums, dass beispielsweise die Flächen, die im Moment nicht bewässert werden müssen, also wie Anbauflächen für Oliven und Ähnliches, wo quasi das Regenwasser ausreichend ist im Moment, dass diese Flächen in den nächsten 10 Jahren halbieren werden. Und das wird ganz massive Auswirkungen haben natürlich auf die Lebensmittelsicherheit des Landes. Es wird dazu führen, dass noch mehr importiert werden muss, also noch mehr Lebensmittel importiert werden müssen, als es eh schon der Fall ist. Ja, dass das einfach die wirtschaftliche Balance des Landes noch weiter aus dem Gleichgewicht bringen wird. Ja, ich hoffe, dass die Fragen von Sarah so alle gut beantwortet sind für unsere Zuschauerinnen. Und im Moment haben wir keine offenen Fragen mehr. Besten Dank, Alexander und Sarah. Und es tut mir leid, liebe Zuschauerinnen, wenn Sie mich mehr gesehen haben, als Ihnen wahrscheinlich lieb ist. Das haben Sie wahrscheinlich nicht verdient. Aber das war eine technische Panne. Das tut uns leid. Ja, vielen Dank, Sarah. Schauen wir jetzt zuletzt auf eine europäische Metropole, die sich bereits jetzt auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereitet, nämlich Kopenhagen. Und hier sind ja wieder ganz andere Probleme zu erwarten als in Tunis. Eigentlich ja genau das Gegenteil, nicht wahr, Julia? Genau, in Dänemark ist das Problem unter anderem natürlich der Anstieg des Meeresspiegels. Und da drohen zum Beispiel in der Hauptstadt Kopenhagen Überschwemmungen und Sturmfluten. Da hat Kopenhagen in der Vergangenheit auch schon einiges erlebt, zuletzt 2012. Und danach hat man dann einen Klimaplan erstellt, mit dem man sich besser gegen solche Wetterereignisse wappnen will. Und da habe ich für unser neues Weltreporterbuch Die Klimakämpfer mit der Camilla van Dörs aus Kopenhagen gesprochen. Die hat interessanterweise früher für den bekannten dänischen Stadtplaner Jan Gehl gearbeitet. Das ist der Mann, der ab den 60er Jahren aus Kopenhagen, das, was damals eine total autoverpestete Stadt war, was gar nicht so viele wissen, eine fahrrad- und menschenfreundliche Stadt gemacht hat, wie er es gesagt hat. Und die Camilla van Dörs, die ist jetzt Stadtarchitektin von Kopenhagen. Und da ist sie, also das heißt, sie hat so die Fäden in der Hand, wenn es um die künftige Stadtplanung geht. Und da spielt er jetzt inzwischen der Klimaschutz eine ganz, ganz große Rolle. Und da, wenn es jetzt klappt, dann könnten wir uns mal angucken, was sie selber dazu sagt. Hello, my name is Camilla van Dörs and I'm the city architect of Copenhagen. In Copenhagen we have a lot of rain and in 2011 we had a large downpour, leaving large parts of the city underwater and causing damages for millions and billions of kroner. Since then, we've made a climate action plan to deal with the rainwater, with more than 300 projects everywhere in the city, turning formerly grey spaces, parking spaces, asphalt, into green and blue spaces for the benefit of the inhabitants. Over the next 20 years, we will be investing immensely in infrastructure in our streets that will both provide these biodiverse new blue and green spaces, but also contribute to the overall goals of becoming a greener and more livable city. Ja, mit solchen Maßnahmen, wie Camilla van Dörst da eben genannt hat, experimentiert die Kommune
Kopenhagen unter anderem in einem zentralen Stadtviertel, das sie Klimaviertel getauft hat. Und da sind zum Beispiel öffentliche Parks und Hinterhöfe, von denen ganz, ganz viele es gibt in Kopenhagen, umgestaltet worden. Und das, was sie eben meinte, mit, sie gesagt hat, dass graue Flächen in grüne und blaue Flächen umgestaltet oder umgewandelt worden sind, da meint sie, dass alles, was halt vorher vielleicht asphaltiert war, was gepflastert war, dass da Grünflächen, Biotope angelegt wurden und da wurde ganz viel mit Wasser gearbeitet. Jetzt hat man gerade in den Bildern da zum Beispiel einige von diesen Hinterhöfen gesehen, wo dann so kleine Gewässerbetten geschaffen worden sind zum Beispiel, die, wenn es ganz, ganz viel Regen gibt, das Wasser auffangen und ableiten können oder eben auffangen, sodass die Bewohner es nutzen können. Also da, was man da gerade gesehen hat, das war zum Beispiel Planschbecken für Kinder, die dann entstanden sind oder Wasserspielplätze. An anderer Stelle ist das Wasser abgeleitet worden, sodass die Bewohner dann ihre Fahrräder damit waschen konnten. Und das sind so kleine Maßnahmen, die man dann in die ganze Stadt exportiert hat und noch weiter exportieren will. Also dass in allen neuen Projekten der Kommune soll der Klimaschutz auf diese Weise mitgedacht werden und dadurch hofft man dann eben, dass Kopenhagen nicht mehr so exponiert ist, was diese starken Regenfälle angeht, was Überschwemmungen angeht. Und diese, ja, die Klimaschutzprojekte der Stadt, die beschränken sich aber eben nicht nur darauf, denn Kopenhagen hat ja die Ambition, 2025 klimaneutral zu werden und zwar als erste Hauptstadt der Welt. Und da muss ich aber noch einiges tun und da könnten wir jetzt vielleicht auch noch mal einmal Camilla van Doers dazu hören. In Copenhagen we have the ambition of being climate neutral as the first capital in the world by 2025. And the building environment is a large part of this ambition. Like this new school I'm standing in front of that has a solar energy facade, which is an important point in terms of delivering more green energy to the city consumption, or our new metro, which is a part of challenging the mobility of the city. Today, the traffic is accounting for 30% of the CO2 emissions in the city. So by focusing on a sustainable public transit sector, bicycling, which is a large part of the Copenhagen framework, with almost 50% of citizens cycling every day and beginning to reduce the car traffic in the city, we hope to achieve the goal of climate neutrality in 2025. Ja, und da kann ich schon mal sagen, dass das wahrscheinlich nicht ganz gelingen wird. Das hat Camilla van Doers mir gegenüber auch schon zugegeben. Da fehlen nach den jetzigen Plänen der Stadt noch so um die 430.000 Tonnen CO2, die da eingespart werden müssen. Und das würde noch größere Maßnahmen und Investitionen voraussetzen, als da bisher zu getätigt worden sind. Kopenhagen ist ja auch bekannt, im Gegensatz zu L.A., dass es eine die totale Fahrradstadt ist. Wird da auch irgendwie noch was weiter gefördert, öffentlicher Nahverkehr, oder wie sieht es aus mit dem Fahrrad? Ja, das stimmt absolut. Also diesem Klischee entspricht die Stadt voll. Und es ist jetzt auch schon so, dass die Hälfte aller Fahrten täglich ins Büro oder an die Uni, in die Schule mit dem Rad gemacht werden. Und trotzdem ist der Straßenverkehr noch der größte CO2-Sünder. Deswegen gibt es da auch etliche Pläne, Autos, also Benziner und LKWs noch weiter aus der Stadt zu verdrängen und noch mehr Platz für Fahrräder und Elektroautos zu schaffen. Da gibt es unter anderem zum Beispiel den Plan, dass Autos in Wohnvierteln nicht mehr rein dürfen, das Tempo soll gesenkt werden, immer mehr Parkplätze für Benziner verschwinden werden, umgewandelt in Parkplätze für Elektroautos. Und wer in den vergangenen Jahren mal in Kopenhagen war, und das ist für uns, die hier wohnen, ganz, ganz toll, der wird gesehen haben, dass ganz viele Fahrrad- und Fußgängerbrücken auch über das Wasser entstanden sind. Das sind tatsächlich ziemlich große Investitionen, die da getätigt worden sind. Und die Fahrradwege, die ja an sich schon gut und breit sind, die sind halt tatsächlich noch weiter verbreitert worden. Ich glaube, der breiteste ist 10 Meter breit, wenn ich mich nicht ganz irre inzwischen. Also da sind richtige Fahrradautobahnen geschaffen worden. Aber die Herausforderung für Kopenhagen ist da so ein bisschen, dass ja jetzt schon so viele Menschen das Fahrrad nutzen, dass das Einsparpotenzial da auch
geringer ist als anderswo. Und da hat sich die Stadt jetzt die Zielmarke gesetzt, dass der Autoverkehr nur noch ein Viertel des Verkehrs in der Stadt ausmachen darf. Aber da ist man eben auch noch ein bisschen weit von entfernt. Also letztes Jahr waren, meine ich, hat er noch ein Drittel ausgemacht. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall auch noch Ausbaupotenzial. Und dieses Ziel, klimaneutral zu sein 2025, das bleibt weiter spannend, ob das erreicht wird. Das werden wir dann sehen. Wir haben schon eine Frage zu Kopenhagen. Sollen wir die gleich anschließen, Alexander? Ja, wir haben zwei Fragen zu Kopenhagen. Bei Kopenhagen und Los Angeles könnte man auf die Idee kommen, schreibt ein Zuschauer, dass beide Städte auf unterschiedlichen Planeten liegen. Kopenhagen ist Fahrradstadt und Los Angeles ist Autostadt. Beide Städte liegen in reichen und wohlhabenden Ländern, schreibt der Zuschauer. Ist es eher ein soziologisches Problem oder wie kann man diese Diskrepanz erklären? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, gibt es neben den bereits erwähnten städtischen Initiativen auch nennenswerte Privatinitiativen in Kopenhagen? Und falls ja, wie stark ist ein solches Engagement? Also vielleicht kann, soll ich damit Los Angeles... Fang an, Kerstin. Wenn das anschließt an das Radfahren, ja, ich bin ganz neidisch, wenn ich das, diese Fotos sehe, weil ich habe immer noch, ich habe mein Rad mitgebracht 2003 aus Berlin nach Los Angeles und hier ist mit Fahrradwegen, obwohl das viel, viel besser geworden ist in den letzten Jahren. Aber die Einstellung, jetzt muss man sich vorstellen, Los Angeles ist ja auch die berühmten kleinen Häuschen mit ihren grünen Vorgärten, die Florence Nishida auch beschrieben hat. Die Stadt ist halt wahnsinnig ausgebreitet auch und die Distanzen sind natürlich groß, aber das ist überhaupt keine Entschuldigung. Also hier ist eine Denkweise, dass man einfach ins Auto steigt. Das ist hier wirklich einfach, das ist normal. Also ganz konkret heute, ich habe später einen Termin, das Auto von meinem Mann ist kaputt, der nimmt also gerade meins, um zum Auto zu fahren. Und ich habe gesagt, ich habe den Termin, aber da kann ich das Fahrrad nehmen. Da macht er sich Riesensorgen, obwohl ich fahre da vielleicht 7 Minuten mit dem Fahrrad. Eine Strecke davon ist tatsächlich, wenn ich nicht durchs Viertel irgendwie kreuze, an der großen Straße, wo es dann auch ein bisschen unruhig wird. Aber das ist so im, also mein Mann ist US-Amerikaner und das ist dieses Autofahren und dann eben noch in Los Angeles, das hat dann auch mit so einem Freiheitsgefühl, hatte das früher zu tun. Jetzt steht man andauernd im Stau, also mit Freiheit ist da jetzt auch nichts mehr, aber das ist ein ganz anderes Denken, würde ich denken, sagen. Ja, das ist witzig, weil nämlich genau für die Kopenhagener oder für die Dänen eigentlich insgesamt Fahrradfahren das Freiheitsgefühl ist, ne? Aber es ist tatsächlich, also ich glaube, die Distanzen spielen da tatsächlich eine ganz, ganz große Rolle, denn wenn ich, ich wohne ganz im Westen Kopenhagens und wenn ich ganz in den Osten der Stadt will, dann bin ich maximal 20 Minuten mit dem Fahrrad unterwegs, ne? Und da lohnt es sich überhaupt nicht. Wenn ich mich jetzt ins Auto setzen würde und dann am anderen Ende der Stadt einen Parkplatz suchen müsste, da wäre ich bestimmt schon eine halbe Stunde unterwegs. Also es ist natürlich eine viel, viel überschaubarere Stadt. Aber es hat auch was mit der Kultur zu tun und die Dänen sind stolz auf ihre Fahrradkultur. Und genau, was sich nicht auf dem Fahrrad transportieren lässt, das lässt sich ja dann ganz oft auf dem Lastenfahrrad transportieren, ob es jetzt Kinder sind oder Hunde oder irgendwelche Sachen, die man gerade auf dem Flohmarkt erstanden hat oder Möbel. Also das hat sicherlich auch was mit der Kultur zu tun und der Mentalität. Ja, und noch zwei Fragen an die Julia, die in die gleiche Richtung gehen. Was sagen denn die Autofahrer jetzt dazu, dass sie sozusagen zurückgedrängt werden? Finden die das gut oder gibt es da Protestkultur? Ja, das mit den Autos, das merkt man tatsächlich hier ganz, ganz stark. Also zum Teil sieht man hier, also wenn man abends um 6 Uhr hier ankommt, dann kann man schon mal eine Dreiviertelstunde, Stunde nach einem Parkplatz suchen, weil die Stadt tatsächlich extrem konsequent diese Parkplätze, also Benzinerparkplätze, durch Ladestationen, also durch Elektroautoparkplätze ersetzt. Und da höre ich schon auch einige Schimpfen, die ein Auto haben. Allerdings hatten wir ja gerade Kommunalwahlen und da sind wieder mit ganz, ganz großer Mehrheit klimafreundlichste, umweltfreundlichste Partei gewählt worden. Also die ganz große Mehrheit der Kopenhagener steht hinter diesen Maßnahmen. Glaube ich, dass das schon auf jeden Fall akzeptiert wird auf Dauer, auch wenn es einige Autofahrer sicherlich nervt. Eine Anschlussfrage direkt, sind diese ehrgeizigen Klimaziele in Dänemark auf Kopenhagen begrenzt?
Wie sieht es in anderen Teilen des Landes aus? Und gibt es eine relevante Unterstützung auch dort durch die Bürgerinnen? Genau, also das Kopenhagen ist da schon, nimmt da schon eine Sonderrolle ein, mit diesem Ziel 2025 klimaneutral zu sein. Die dänischen Pläne sind etwas bescheidener, auch wenn man bis 2030 den CO2-Ausstoß um 70% im Vergleich zu 1990 reduzieren will. Aber insgesamt klimaneutral sein wird man 2050. Das ist in anderen Ländern ja ähnlich. Da gibt es tatsächlich häufiger Kritik daran, dass die Regierung da A, nicht ehrgeizig genug ist, dass sie nicht und dass ihre Pläne auch nicht realistisch genug sind. Also, dass sie tatsächlich 70% weniger Emissionen haben werden 2030, das ist sehr umstritten, weil die Regierung da auch zum Beispiel auf Technologien setzt, die noch gar nicht so ganz ausgereift sind. Zum Beispiel plant sie damit einen ganz, ganz großen Teil der Emissionen zu sparen, indem sie CO2 einfängt und lagert. Da sind aber noch ganz viele Sachen ungeklärt, zum Teil die Finanzierung, zum Teil wo das CO2 dann gelagert werden soll und so weiter. Deswegen also landesweit ist die Klimapolitik umstrittener und sie ist auch nicht ganz so ehrgeizig, wie die Dänen das manchmal gerne selber verkaufen wollen. Hat das die Frage beantwortet? Was gab es noch oder gab es noch eine Frage? Im Moment gibt es keine mehr, aber ich denke, dass die Fragen alle sehr gut beantwortet waren. Es gibt im Moment keine Nachfragen mehr. Ja, vielen Dank. Wir nähern uns ja auch dem Ende unserer Sendung. Wir müssen leicht überziehen. Ich würde gerne noch eine Abschlussrunde machen. Zuerst kann ich Ihnen noch die Insider-Information zur technischen Panne geben. Und zwar hat da ein Schneesturm in der Schweiz die Leitung unterbrochen. Deshalb haben wir, war das mit dem Bild so ein bisschen problematisch. Und jetzt wissen Sie auch, wieso ich von der Schweiz nach London umgezogen bin. Ich würde gerne noch mal in die Runde fragen. Die verschiedenen Demonstrationen, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, die Klimaproteste, die ja wahnsinnig groß waren zum Teil, haben die etwas bewirkt in euren Ländern? Oder mal gefragt, lassen sich die Regierungen davon beeindrucken? Fangen wir wieder mal mit China an. Ja, hier gibt es kein Demonstrationsrecht, also man kann sich sicher vorstellen, wie heikel das ist. Ich habe aber tatsächlich eine Friday for Future Streikerin ausfindig gemacht. Man sieht die jetzt hier auf dem Foto, die kommt aus Südchina und das ist wirklich ein total toughes Mädchen. Ich sage bewusst Mädchen, weil die ist also mittlerweile 18, aber als ich sie getroffen habe, war sie glaube ich 17 und die hat sich jeden Abend in diese Fußgängerzone ihrer Heimatstadt gestellt und hat demonstriert für besseren Klimaschutz etc. und wurde jeden Abend von der Polizei verscheucht, regelmäßig auf die Wache mitgenommen und die hat einfach weitergemacht und ist mittlerweile aber jetzt in Berlin. Ja, weil also für solche Leute hat die chinesische Gesellschaft eigentlich keinen Platz. Von daher, es gibt offiziell keine Streiks und darüber wurde auch nicht berichtet. Aber ja, also es gibt quasi im Kleinen schon ein paar Beispiele, wie das dann Leute beeinflusst, aber wirklich sehr, sehr eine große, eine sehr kleine Minderheit, sorry. Waren es mehr Leute in Kalifornien, Kerstin? Ja, in Kalifornien gibt es sehr viele, die zu solchen Demonstrationen gehen. Und auch insgesamt in den USA. Und ich würde schon sagen, dass das mit dazu beigetragen hat, dass auch im Wahlkampf im letzten Klima eine große Rolle gespielt hat und dass Joe Biden jetzt auch hohe Klimaziele setzen musste, eigentlich auch auf Druck dieser Demonstrationen. Ja, insgesamt aber glaube ich, dass es mehr ist, dass hier einfach jetzt fast überall im Land sind die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren, von den Überschwemmungen und den stärkeren Stürmen und den Dürren und den Bränden. Also, dass das jetzt besser angekommen ist, das ist dann so eine Mischung, die dazu führt, dass einfach das Thema aktueller wird und auch in der Politik nicht mehr ignoriert werden kann. Sarah, du hast schon gesagt, das Interesse war relativ gering an der Konferenz. Gab es Demonstrationen in Tunesien? Es gab eine kleine Demonstration jetzt tatsächlich rund um die Konferenz rum und auch in den letzten Jahren immer mal wieder. Es gibt auch einige Privatinitiativen von Personen, die versuchen,
etwas fürs Klima zu machen, auf klimafreundlichere Techniken zu setzen, auf weniger wasserintensive und ähnliches. Aber es gibt keine große Protestbewegung, wie man das aus einigen anderen Ländern kennen würde. Und der Einfluss auf die Regierung ist leider relativ gering. Das liegt aber auch daran, dass viele Leute die Folge im Alltag schon so stark spüren, dass sie eigentlich so konkret damit beschäftigt sind, dass sie gar nicht mehr auf das große Ganze schauen. Und wie sieht es in Kopenhagen aus? Wie groß waren die Proteste, Julia? Ja, hier gab es tatsächlich auch größere Klimademonstrationen. Insgesamt sind im ganzen Land so um die 10.000 Menschen auf die Straßen gegangen. Und die Forderungen waren da also so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen sehr lokal, da ging es um grünere Räume in den Kommunen und also Forderungen an die Kommunen tatsächlich konkret, inwiefern da jetzt wirklich was passieren wird, das ist unsicher. Ganz häufig richten sich die Proteste auch nicht so sehr gegen nach innen, gegen die eigene Regierung, sondern tatsächlich eher nach außen. Also die meisten Dänen vertrauen ihrer Regierung und glauben, dass sie da schon auf dem richtigen Weg ist. Das wird aber sicherlich auch daran liegen, dass die Folgen des Klimawandels, anders als in Tunesien zum Beispiel, im Alltag der Dänen noch nicht so spürbar sind und noch nicht so eine große Rolle spielen. Ja, herzlichen Dank, liebe Runde. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Ich möchte noch zum Schluss auf unser brandneues Weltreporterbuch hinweisen, falls Sie es noch nicht in Ihrem Regal oder auf Ihrem Nachttisch stehen haben. Es heißt Die Klimakämpfer, wer unseren Planeten wirklich rettet und wie du selbst zum Klimahelden werden kannst, herausgegeben von unserem Kollegen Marc Engelhardt. Es ist erhältlich im Buchhandel und ich würde es Ihnen sehr ans Herz legen, nicht zuletzt, weil es eben auch zeigt, dass es viele Menschen gibt, die alles versuchen, um eine Klimakrise doch noch abzuwenden. Einigen diesen Klimakämpferinnen und Klimakämpfern sind heute schon begegnet und das Buch enthält jede Menge andere spannende Porträts und Geschichten. Dann möchte ich mich bedanken bei allen Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmern. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke an unseren Sponsor, die Deutsche Post DHL Group. Danke an Heidi Schmidt und Tina Schott, die im Hintergrund die Technik gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass es so gelaufen ist. Danke an Tanja Krämer und Christoph Drösser für die Bearbeitung der Videos und Einspieler. Und danke an Sie fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis bald.